In diesem Video gibt es mal wieder eine kleine Hoopers-Aufgabe für deinen Hund. Du brauchst dafür 3 Hoops und 2 Tonnen. Für diese Übung stellst du 2 Hoops nebeneinander mit einem Abstand von ca. 1 Meter. Dann in der Mitte von diesen beiden Hoops, Abstand ca. 2 Meter, eine Tonne. Und hinter dir kommt nochmal ein Hoop und dann wieder eine Tonne, auch in einem Abstand von ca. 2 Meter. Deine Position in dieser Minisequenz ist hier und du startest mit dem Hub links von dir. Der Hund läuft durch den Hub 180 Grad um die Tonne. Du drehst dich auch durch den zweiten Hub und auf deiner Höhe schickst du deinen Hund von dir weg durch den dritten Hub und um die zweite Tonne rum. Ich habe die Fade-Hay dabei. Ja. Und werde mit ihr dir diese Übung jetzt zeigen. Ich hoffe, es funktioniert. Achte dabei immer auf die Fußstellung und auf deine Körpersprache. Wo zeigt dein Oberkörper hin? Wo zeigen deine Füße hin? Wo zeigt dein Arm hin?